Mein, what the fuck? Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. So. Okay. Ich habe auch noch nicht so das Gefühl, dass wir... Also wir sind jetzt auch noch nicht so vom Ende, oder? Wir haben irgendwie noch nichts erreicht in diesem Spiel. Wir sind irgendwie nur weggelaufen. Und wir wissen halt, dass es so ein altes Kriegsschiff ist oder so ein alter Frachter. Das Schiff, das Flugzeug da unten abgeschossen aus Kriegszeiten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir auch nicht wirklich so viel erreichen werden, außer der Versuch zu fliehen. Hm. Uns fehlt immer noch dieses Ding, ne, für das kleine Boot. Ja. War doch eben irgendwas am Anfang. Hast du das angeguckt? Das war einfach nur eine Patrone, die da links lag. Und dann hat sie gesagt, sie glaubt, dass das Schiff das Flugzeug abgeschossen hat. Ja. Ich sehe nichts jetzt. Er will uns nicht gehorchen, lass den Vote kicken. Ja, kick mich gerne aus meinem Stream. Wir sind im Arsch. Das möchte ich. Vollkommen nutzlos. Das möchte ich sehen. In meinem Chat hat gerade jemand geschrieben, einige Leute im Chat bei Kalle sind wohl gerade ein Man of Mimimi. Ah, oh, schön. So. Ja, irgendwie, hier geht's weiter irgendwie, aber ich habe das Gefühl, hier ist noch was, oder? Wie will ich nicht ohne dich weitergehen? Hast du Angst? Noch nicht. Bin dabei. Bisschen. Ich habe Angst. Ich will einfach keine Sequenzen mehr alleine spielen. Aber mir dämmert's, dass da noch eine richtig ekelhafte Sequenz auf uns zukommt und ich habe echt gar keinen Bock. Eine richtig lustige, nicht ekelhaft, lustig. Aber ich kann mich vage an etwas erinnern, was nicht schön war. Hier ist irgendwas. Oh, ich weiß es, Türen aufzumachen, da ist immer irgendwas drin. Ja. Was denn? Mal wieder ein Toter und ein Brief. Hallo Ria, danke schön für die 18 Monate. Aufzuheben. Ich muss nochmal. Geil. Bück dich da nochmal rein. Schön. Ja, ich bück mich. Bück dich. Ja. So, Anweisungen für Gasmasken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Maske korrekt sitzt, bevor Sie anderen helfen. Im Fall eines Gasaustritts oder Gasalarms, erstens, geraten Sie nicht in Panik. Bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, Gas, Gas. Es gibt auch diesen Song. Gas, Gas, Gas. Um weiteren Personen und in ihrem Umfeld zu warnen. Halten Sie den Atem an. Zweitens, platzieren Sie die Gasmaskentasche unter Ihrem linken Arm. Ziehen Sie dann den Schulterriemen aus über Ihre rechte Schulter und haken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel um Ihre Taille. Drittens, entfernen Sie Ihren Helm. Drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen Ihr Gesicht. Drücken Sie zunächst die Maske gegen Ihr Kinn und ziehen Sie dann über Ihr Gesicht, und befestigen und die Befestigungsriemen über Ihren Kopf. Mhm. Viertens, entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas. Schließen Sie das äußere Ventil und atmen Sie stark aus. Drücken Sie dann alle verbleibende Luft mit den Händen aus der Maske. Fünftens, prüfen Sie, ob die Maske dicht ist, indem Sie den Schlauch mit Ihrer Hand zusammendrücken und dann einatmen. Das ist auch eine sehr interessante Beschreibung, muss ich sagen. Die Maske sollte um Ihr Gesicht herum in sich zusammenfallen. Sechstens, tun Sie dies nicht, könnte die Maske ein Leck haben. Überprüfen Sie die richtigen, Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Maske und wiederholen Sie den Test, bis die Maske in sich zusammenfällt, um sicherzustellen, dass kein Leck vorhanden ist. Junge, also das, wenn ich da im Notfall eine Gasmaske anziehen soll, bin ich ja 5-mal erstickt, bevor ich die angezogen habe. Alter Junge. Lassen Sie den Schlauch los. Sie können nun ganz normal atmen. Setzen Sie Ihre Kopfbedeckung wieder auf und schließen Sie die Gasmaskentasche.
Achtens, Sie dürfen die Maske erst wieder absetzen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Öffnen Sie die Maske einen Spalt weit und prüfen Sie die Luft. Falls Sie Gas riechen, schließen Sie die Maske wieder. Atmen Sie stark aus und entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas mit den Händen. Neuntens, nach dem Absetzen der Maske platzieren Sie Maske und Schlauch wieder in der Gasmaskentasche. Sie können die Gasmaskentasche ablegen, indem Sie den Gürtel und den Schulterriemen lösen. Gasmasken werden nur im Fall eines Gasaustritts ausgegeben. Das war's auch schon. Imagine einfach, du hättest jetzt nochmal angefangen von dem Punkt vorzulesen, wo man überprüft, wie man Gas aus der Maske rausbekommt. Das wäre geil gewesen. Hier oben glänzt noch was und ich komme nicht ran. Das ist doch hier, oder? Ist das bei dir? Ja, hier hinten. Ah, oh, okay. Gas, gas, gas. Ring of fire. Das ist ein anderes Lied. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Sind die anderen jetzt alle tot? Hilf mir mal. Bösewichte? Ja. Achso, keine Ahnung. Also, sag ich dir nicht. Maske auf, testen, ob dich das Gas rufen, andere helfen. Johnny Cash, the Ring of Gas. So, weiter geht's. Red ist übrigens der Einzige, der noch barfuß ist. Ich finde, wir töten alle, die barfuß sind. Was? Nein. Ich habe übrigens Brad vorhin schon tot gesehen. Und deswegen wollte ich unbedingt, dass ich in den Keller gehe mit der Frau. Ich dachte, du stirbst sonst safe. Ich habe Brad auch schon potenziell tot gesehen. Haben wir ihn gleich tot gesehen? Weiß ich nicht. Okay. Bei mir war er so ein Zombie. Ah, okay. Ich habe ihn anders gesehen. Hey, hier drüben! Vielleicht kommen wir hier durch. Ich bin mächtig. Ehre. Die einfach beide nur daneben stehen und zugucken. Machen wir gleich nochmal Spaghetti mit Käse und Ketchup zur Beruhigung. Boah. Nee. Wir sind wieder wo drinnen. Geil. Mit Conrad. Logbook. War ich hier schon mal? Das ist die Brücke, ne? Ja, hier bist du von mir weggelaufen. So. Hier steht ein schwerer Sturm, hat sie erwischt. Letzter Eintrag. Morg, Seegang nimmt Wellen bis zu 6 Meter Höhe. Keine Schäden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Wind erreicht Sturmstärke. Weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzeinschläge im OM. Jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser, doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator. Dead Wassertiefe als inschätzbar. Okay. Cool. Wir sind übrigens im Pazifischen Ozean unterwegs. Wie das hier aussieht. Ja, das war ja klar, oder? Das haben wir ja im Prolog ja, oder beziehungsweise auch gelesen, dass er nur noch einmal über den Pazifik muss, um wieder nach Hause zu kommen. Ja, zwischen China und USA. Wir sind richtig abgedriftet. Oh. Ich glaube, in China losgefahren und dann irgendwie komplett abgedriftet. Krass. Ah, hier ist nämlich so eine Karte, wo dann die Actual Route eingezeichnet wurde. Wo bist du denn? Hinter dem, also quasi hinter dem Raum, wo du bist. Ich habe auch nochmal so einen Zettel gefunden. Oder ist das der, den du gerade hattest? Ich hatte ein Logbuch. Verloren die Orientierung.
Also ich habe Notizen hier. Mit Sturm, vom Kurs abgekommen, Frachtraum 2 überflutet, also Frachtraum 2 überflutet, schwerer Blitzschlag, Treiben im seichten Wasser, Position unbekannt, Meerestiefen nicht kartografiert, Tiefe unbestimmbar, Suche nach Mann über Bord beginnt, Suche abgebrochen, dichte Wolken, Positionsbestimmung noch nicht möglich. Alter, wie bitter ist das? Und das alles innerhalb von 1,5 Stunden. Die waren halt einfach schon wieder beinahe zu Hause, ne? Ja, ja. Das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter. Das wird mich richtig abfacken. Oh, hier hinten geht's auch noch rein. Ah, hier ist das Funkgerät. Hier liegt auch noch jemand. Aber der liegt ja schon länger. Und ich habe einen Zettel gefunden. Funkbetrieb. Notruf abgesetzt. Funkausfall. SOS per Morsecode versucht. Viele der Crew tot. Entschuldigung, ich bin zu nah dran gelaufen. Sorry. Ich habe nichts gedrückt. Ich bin nur zu dir hingegangen und einen Meter weiter rechts. Das funktioniert echt noch. Hier, lass mich mal. Tut mir leid. Alles gut. Du musst jetzt nur irgendwas machen. Ja, es geht. Fragen wir nach Hilfe. Hey, hi, ist da jemand? Hallo? Empfangen. Over. Oha. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Okay, also wir... Hey, falls mich jemand hört, wir sind auf dem Schiff. Ein riesiges, uraltes Schiff. Unsere Position 12 Grad und 30 Minuten Süd, 151 Grad, 20 Minuten West. Bitte, holen Sie uns schleunigst hier raus. Wiederholen. Komm schon. Wir sind auf einem alten Frachter, mehr habe ich nicht. Bitte, kann uns irgendjemand da draußen hören? Bitte, bitte, komm. Verdammter Mist! Aber ich habe alles gegeben. Hey! Seht mal hier! Ja, es war klar, dass es nicht klappt. Ich hätte auch einfach nur panisch Hilfe schreien können. Oh. Das war die Alternative. Hey, schau mal. Vielleicht können wir da unten irgendwo den Strom wieder zum Laufen bringen. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Jemand sollte hier beim Funkgerät warten. Ich gehe. Natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Machst du Witze? Du? Komm schon. Hast wohl Angst, dass da jemand selbstständig wird? Angst, oder dass mein blöder Gas, Bruder Gas, sich selbst Gas umbringt? Sei doch mal stolz auf mich, Brüderchen. Hm. Wenn du dir sicher bist, ich glaube, du packst das. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Ich gehe. Punkt um. Damit basta. Oh, keine Zeit zu streiten. Los jetzt! Okay, Julia. Du und ich. Ich will einfach nicht allein sein. Gut. Rip. Ich gehe. Basta. Ciao. Bin ich allein? Alter. Sind wir beide unten? Nein. Ich bin Brad, du bist Julia. Ist Brad der junge Bruder? Irgendwas gebrochen? Ja. Alles noch heil? Sind alle okay? Gott sei Dank, ich will nicht allein sein. Uns geht's gut. Was machen wir jetzt? Immer dieses irgendwo runterfallen. Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Ich warte hier beim Funkgerät. Hier. Gas, Gas, Gas und ich hab ein Feuerzeug.
Hey. Und alle tot. Ups. Nach dir. Ja, geh vor. Vor allem du sagst nach dir und dann schicke ich dich vor. Ich will wirklich Sick Bay. Nicht. Alter, kannst du das bitte nicht so energisch vorlesen? Ich habe mich mega erschrocken. Sick Bay. Ah, da ist ein Zettel. Willst du den mal lesen? Ich habe auch einen Zettel, glaube ich, oder? Hier liegt auch ein Zettel. Ja, ich lese gerne, aber ich habe hier auch einen Zettel. Und der, dann liest doch deinen Zettel. Ja, wer lässt mich nicht? Ich gucke hier mal. Oh, der Safe ist offen. Jawohl. Den wir morgens gesehen haben. Morgens. Im Prolog. Ich hab einen Zettel. Vermutlich hat ein Streit stattgefunden. Und ein Charlie ist im Loch gelandet. Private Charles Anderson legte außerdienst betrunkenes Verhalten an den Tag, das sich eines Angehörigen der US-Streitkräfte nicht geziemt. Das habe ich schon mal gelesen sogar. Private Anderson stritt mit einem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhafteten Offiziers hätte dieser Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihr Schiff zurückkehrten. 10 Tage? Ziemlich viel für eine Rauferei. 10 Tage bekommen für eine Rauferei. Fertig? Ja. Hast du umgedreht? Ja. Okay, Bericht des Schiffsarztes. Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X, CWO Walter Bishop und CWO Tom Palmer mit Sergeant Peter Wood als Beiseiter und P. X, also das sind immer so Punkte, das ist so wie bei dem neuen Teil mit unleserlich sozusagen. Punkt für Punkt. X für das Treffen mit unserem Team. Es gäbe viel, dass man voneinander lernen. Punkt für Punkt. Mann, wahrscheinlich könnte, whatever. Müsste. Punkt, 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 stimmt dem zu. Die westliche Welt müsse vor den Übeln, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 die USA seien darüber informiert, dass gewisse Stellen den Punkt, Punkt, Punkt von chemischen und biologischen Substanzen in der Kriegsführung erforschten. Punkt, 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 unsere Aktivitäten, Punkt, 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 durch das Genfer Protokoll eingeschränkt, Punkt, 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 hätten, Punkt, 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 Experimente, Punkt, 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 unmöglich, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt beschreibt eine während des Punkt, Punkt, Punkt stattgefundene Untersuchung. Es wurde die Wirkung eines in Molekülkristallform vorliegenden Halluzinogens mit Codename Munchurai Gold auf Menschen getestet. Ah, chemische Munition, Punkt, 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 Kampfes zu gewährleisten. Es war, Punkt, 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 bereits zwar ein geringer, Punkt, 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 signifikante Halluzination, Punkt, 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 sehr überzeugend, Punkt, Punkt, Punkt. Versuchspersonen sahen und hörten Dinge, die in Wahrheit nicht vorhanden waren und dies selbst, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 wirklich, Wirkung sei vielfältig. Punkt, 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 groß. Punkt, 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 gleichbleibend intensiv. Das war echt intensiv, ja. Schön. Ja, habe ich die allgemeine Liste nochmal, wer wie wo eingesperrt wurde. Die lese ich jetzt nicht vor. Jemand namens Joe war im Lazarett. Ja, das wissen wir. Genau. Oh, hier geht's noch in die Zelle. Genau. Nee. Hier aber war auf jeden Fall getrocknetes Blut damals, aber das sieht man nicht mehr. Das ist jetzt nur noch weh. Ja, wir sind ja gerade in diesen Quartieren, ne? Von den. Ja, genau, da wo wir waren. Ich wünschte, ich könnte das genießen. Was zum Teufel redest du da? Tja. Ja, geh bitte weiter. Unter anderen Umständen. Geh bitte weiter. Ja. Wäre das der coolste Ort der Welt? Ich steck fest, ich kann mich nicht bewegen. Geh bitte weiter. Vollkommen. Sagt die Frau, die unbedingt in den Wrack tauchen musste. Klappe. So. Geil. Geh mal hier rechts rein. Das ist bestimmt eine gute Idee, wenn wir uns trennen. Bitte nicht. Oh, bäh. Ich habe einen Koch gefunden. Kann er noch kochen? Ich kann hier noch eine Leiter runterklettern. Ich warte auf mich. Ich glaube nicht, dass der noch kochen kann. Halt, da war noch ein Zettelchen. Hast du gerade gesagt, du glaubst nicht, dass der noch kochen kann? Ja. Hier liegt auch ein Zettelchen. Oh, da ist ein Bild vom kleinen Jungen. Jemandes Sohn von der Crew? Ja, das haben wir schon mal gesehen. An Papa, komm bald zurück. Aber den Zettel hier hast du überlesen, ne? Den habe ich überlesen. Übersehen. Übersehen. Name des Patienten John Patterson.
Rang Private, geboren in Rowlett, Texas. Geboren am 24. Februar 22. Rekrutiert, stationiert, Garland, Texas. Datum 2. März 41. Gesamtdienst Army, drittes Jahr, 5 Monate. Krankengeschichte, Diagnose, schwache Neurose, Untauglichkeit ist nicht auf Fehlverhalten zurückzuführen und trat im Dienst auf Bestand vor Rekrutierung. Nein, aktueller Zustand. Achso, Bestand vor, was? Bestand vor Rekrutierung? Nein. Aktueller Zustand, diensttauglich. Voraussichtliche Dauer in Zukunft vorübergehend. Empfehlung, genaue Beobachtung und erneute medizinische Untersuchung in einer Woche. Bericht. Heute habe ich Private Patterson auf der Krankenstation untersucht. Während der Visite litt er unter starken Augen Angstzuständen, mit den Anzeichen von Panik übereinstimmen, welche ich bereits während seines Wachdienstes zu Anfang der Woche beobachtet hatte. Ich hatte Patterson heute zu mir bestellt, da ich glaube, dass seine Panik von eindringlichen und verstörenden Erinnerungen begleitet wird. Bisher konnte er seinen Dienst fortsetzen, da seine Symptome nach Beendigung des seiner Wachschicht stets nachließen. Er gibt an, dass solche Symptome für ihn sehr ungewöhnlich sind. Stand das gibt noch eine Rückseite. Wait a second. Private Patterson ist 25 Jahre alt und in hervorragender körperlicher Verfassung, hat keinerlei bekannte Vorerkrankungen und eine makellose militärische Karriere. Im Verlauf der Untersuchung gelang es ihm, sich zu beruhigen. Einfache Tests zur Sprachfähigkeit, Reaktion, Erinnerungsvermögen und Entscheidungsfähigkeit verliefen normal. Klarer Fall von PTBS. Also, stand nicht irgendwo auf einem Zettel, den ich vorhin gelesen habe, dass man, also dass quasi eine Anforderung war, dass wegen der besonderen Fracht niemand alleine irgendwas bewachen darf und dass quasi so Untersuchungen immer nur zu zweit stattfinden müssen und dann schicken sie die Leute trotzdem alleine runter, um dort auf die Fracht aufzupassen? Das ergibt irgendwie wenig Sinn.